So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Chaos. Wir haben jetzt schon mal die Dings, was du bummst. So, jetzt haben wir hier gehen jetzt die Blöcke rein, die dort gedroppt werden. Und die Blöcke, die dort gedroppt werden, hier reingehen. Jetzt ist nämlich die Frage, was passiert nämlich jetzt? Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass hier nur Blöcke raus können. Wobei, wir haben ja gesehen, wenn die Blöcke hier wieder zurückgeschoben werden, dann gehen sie einfach wieder zurück in die Richtung. Wäre also kein Problem. Aber dennoch. So, und hier kommt nämlich jetzt die Frage, was passiert jetzt hier? Hier haben wir jetzt rein theoretisch eine Schleife. So, diese Schleife ist jetzt, das ist quasi unsere Main Loop. Und in der Main Loop ist jetzt wie folgt. Wir haben hier Stein, was hier ra. Achso, wir brauchen noch diese Injektoren, brauchen wir noch massig, ne? Die Dinger brauchen wir noch. Verdammt, die brauchen wir auch noch. Schon wieder am Verhungern hier. Meine Güte, ein hungerter Typ. Ich meine, gut, das sind nur Bären. Ist klar, dass das jetzt nicht so das Sättigendere ist, aber egal. So, haben wir denn hier noch irgendwelche Stackwise-Injektoren? Nein, wir haben Itemwise. Würde es mit. Ah, nee, guck mal. Okay, wir haben einen Stackwise. Die Frage ist, eigentlich müsste Itemwise sogar reichen. Oder? Müsste doch eigentlich. Wir nehmen einfach mal beides mit. Mal gucken, wie kann man die Dinger bauen? Stackwise. Oh. Gut, andererseits, Mesa haben wir ja mehr als genug, ne? Ich würde nämlich schon gerne mit diesem Stackwise arbeiten, weil ich weiß nicht. Rein theoretisch. Also angenommen, wir hätten einmal Lava und einmal Wasser. Wir können also pro Takt nur einmal Cobblestone generieren. Dann würde Itemwise vollkommen ausreichen. Dadurch, dass wir jetzt aber theoretisch pro Takt mehr als einen generieren könnten, könnte sich die Pipeline füllen, wenn wir immer nur Itemweise rausschieben. Und deswegen bräuchte ich dann Stackwise. Wir probieren dann mit dem Itemwise. Und ne, dann gucken wir mal weiter. So, zum Glück haben wir davon ein paar. Weil genau, das ist nämlich genau der Grund. Wir brauchen einmal diese ganzen Pipes und so für diese Items, die transportiert werden. Und das Mesetakt-Signal, das muss an allen diesen Injektoren anliegen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unsere Pipeline haben, dann müssten wir jetzt, du kommst nach da unten, ich komme mal bei dir nach da oben. Das Ding ist der erste Schritt. Achso. Na, könnte das ein Problem werden? Eigentlich nicht. So. Das heißt, alles, was jetzt hier, also die Schlaufe soll jetzt quasi hier lang gehen. Alles, was hier quasi reingeht, wird dann bei dem gegrindet. Gesiebt. Und was dann gesiebt wird, achso, der muss andersrum, wird dann hier wieder rausgenommen. Und in das Kreislauf zurückgeschickt. Wobei es eigentlich schon besser wäre, wenn es hier gleich sortiert wird, dass es nur in die Richtung geschickt werden kann. Ne? Machen wir es auch direkt mal so. Genauso wie mir das hier nicht unbedingt gefällt. Das heißt, wir bauen mal hier. Ja, macht halt Sinn. Wir lassen das Ding hier mal so. Das ist quasi unsere Hauptpipe, was wir im Uhrzeigersinn bedienen wollen. So, und im Uhrzeigersinn. Wir brauchen ganz viel von diesen Sorting-Dingern. Sorting. So. Nein. So. Alles. Sechs sollte erstmal reichen. So. Nummer eins. Nummer 2.
So, von hier kommt der ganze Stuff, der in der Pipeline vorhanden ist, was eine Menge sein dürfte. Und also wir haben jetzt noch kein Gravel. Der Gravel müsste dann in das Blaue und alles andere müsste in das Gelbe, in das Weiße. Genau. Das heißt, alle anderen sind off. Und hier müssten wir dann, wenn, sobald wir einmal Gravel haben, müssen wir hier einmal Gravel reinpacken. Warte mal kurz, ich hole mal kurz Gravel. Was brauchen wir noch? Wir brauchen quasi von jedem Zwischenschritt die Items, bräuchten wir alle jeweils einmal, damit wir die Sorting-Dinger konfigurieren können. So, das heißt, im ersten Schritt haben wir Cobblestone. Aus dem Cobblestone, der kommt in den Grinder. Vom Grinder kriegen wir den Gravel. Ja, war wieder alles. Natürlich. So. Mit dem Gravel bekommen wir dann alle möglichen Stuff. Dieser, alle möglichen Stuff. Oh, das wird schwierig. Das wird echt. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens einmal noch Compressed. Wir brauchen einmal zum Konfigurieren. Achso, raus da. Ist das hier eigentlich zurückpacken oder wegschmeißen? Ah, ist zurückpacken. Okay, gut. Wir brauchen mindestens einmal. Da muss ja gekocht werden, ne? Ne, wie war das? Wie war denn das? Achso, ja, ich brauche gesiebtes Zeug davon. Gut, dann kommt erstmal. Also 5 brauchen wir davon. 1, 2, 3, 4, 5. So, der Rest kommt zurück. Dahin. So. Wir haben hier nirgendwo mehr ein Sieb, ne? Der einzige Sieb, den wir haben. Wobei, hatten wir hinten nicht ein Sieb? Nö. Leck mich doch. Oh, ist auch schon wieder hin und her hier, ey. Das ist halt das Problem, dass unsere Experimentieranlage so weit weg ist. Aber es ist halt die einzige Stelle, wo wir eine schön große Fläche haben zum Bauen. So, jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4. Ach so. Ja. Hoffentlich führt er auch viermal das Zeug draus. Ah? Hä, wieso steckt das nicht? Hä, ist normales Kies? What the f... Oh mein Gott. Aber wir werden so sterben. Oh Mann. Ich hasse mein Leben. Ich hole ja schon einen ganzen Sack voll Kies. Das ist doch zum Kotzen. Oh Mann, ey. Was habe ich mir da nur angelacht? Guck mal, der Dent ist auch wieder alles fehlerhaft. Was denn da los? Ist ja komisch, ey. Achso, siehst du mal, wieder meine. Ups, was war das denn? Meine Framerate wieder zurück. Meine Sichtweite wieder zurückschieben auf 300. So. Doch, so. Danke. Zum Kotzen. Oh. Die Sättigung geht aber auch hart runter, ey. Mann, ich sehe hier gerade alles gegen mich. Hä? Jetzt auch doch. Achso, Stamina ist auch runter. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Bitte wird das draus. Ah, danke. So, weil das brauchen wir nämlich auch einmal, damit wir die. Achso, ach stimmt, wenn da dieses gesiebte Kies rauskommt, brauchen wir das ja auch einmal zum Konfigurieren. So, nee, normales Kies.
Perfekt. Jetzt haben wir, ja, hier müssen wir alles haben, was wir brauchen zum Konfigurieren dieser Anlagen. So, das heißt, der normale Keys kommt hier einmal rein. Genau. Das heißt, der Keys geht hier rein, alles andere geht weiter in die Pipeline. Hier kann es nicht lang, also geht alles hier nach rechts. So, rechts geht weiter, geht's weiter in die. Ne, geht's weiter in die Kreisanlage hier, sogar eine schöne Anlage, so wie ist das Ananas. So, da auch so ungefähr. So, und hier ist jetzt erstmal das Wichtige. Hier sollst du später rausgeschickt werden. Ne, hier musst du wieder Mesek-Signal anliegen. Und dann wird es quasi rausgedrückt. So. Jetzt könnten wir hier wieder einen Shooting Top reinlegen oder wir machen einfach hier so einen Richtungsblocker rein. Da brauchen wir aber mehr von diesen Richtungsblockern. Tube. Alles. Nehmen wir mal so 6 Stück. Das heißt, du kommst weg und da kommt so eine. Genau. So. Das heißt, das, was hier rauskommt, kann nur in die Richtung gehen. So. Dann brauchen wir als nächsten Schritt vor allen Dingen aber erstmal unseren Grinder. Das hier. Das brauchen wir als nächstes. Der kommt nach da. Wie muss der angeschlossen werden? Nein. Hä? Oder muss der da rauf? Konnte man die Dinger, die hä? Ach, warte mal. Oh nee. Oh Gott. Oh, warte mal kurz. Ich glaube, man braucht, damit das mit dem Pipe funktioniert, braucht man mindestens diese MV-Anlagen, ne? Ich versterbe. Ja, genau. Die haben nämlich diese ganzen Stacks vom Tubes. Oh Gott. Ja. Genau. Die haben hier nämlich auch überall auf allen Seiten diese Löcher drin, wo auch Tubes und so rein können. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Tube reinmache, tada, ist die auch direkt verbunden. Na, super. Das heißt, LV geht gar nicht. Ist doch zum Kotzen. Oh mein Gott. Gut, das heißt, wir können die ganze Scheiße nochmal abbauen hier. Gut, also eigentlich brauchen wir bloß gar nichts abbauen. Und aus allen LV-Sachen müssen wir jetzt die MV-Sachen machen. Ich möchte irgendwie habe ich das Verlangen zu schreien. So innerlich, aber so laut, dass man es auch in der realen Welt hört. So ungefähr. Okay. Ja, leck mich am Arsch. Also, das ist jetzt schon wieder voll. Das brauchen wir später. Die ganzen Tubes werden wir später brauchen. So, das Ding müssen wir umbauen. Das Ding müssen wir umbauen. Das Ding müssen wir umbauen. Und das Ding müssen wir umbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Okay. So, wir brauchen also einen MV-Ofen. Da brauchen wir das. Wir brauchen wieder massig Transformatoren. Haben wir noch welche? Natürlich nicht. Das ist was Scheiße. Also noch Transformatoren bauen. Brauchen wir eine ganze Menge, weil jedes Gerät braucht, glaube ich, mindestens einen Transformator. Also wir brauchen ein das Ding, wir brauchen eine Schleifmaschine, braucht auch einen Transformator. Also ich sehe, die drei, die brauchen nämlich deswegen auch überall Tubes. Das, ja, okay. Also das Ding brauchen wir, das Ding brauchen wir. Wir brauchen einen Ofen, genau. Brauchen wir auch einen Transformator. Und mehr haben wir ja nicht, ne? Also auch eine Batterie. Brauchen wir auch einen Transformator. Und wir brauchen vor allen Dingen noch vier Batterien. Wobei das jetzt nicht so ein Problem ist. Die sind relativ preiswert. Aber wir brauchen auf jeden Fall vier Transformatoren. Und für Transformator brauchen wir ganz viel Kohlenstoffbarren. Das müssen wir aber eigentlich alles haben, oder? Nee, Spulen haben wir gar keine mehr. Gut, machen wir jetzt auch das hier. So, wir brauchen ganz viel Kupfer. Wir brauchen ganz viel Kohlenstoffbarren. Was? Wir haben keine Kohlenstoffbarren mehr? Das ist ja traurig. Gut, dann brauchen wir Kohlenstoffbarren ist, erstmal kurz das Blaue. Da brauchen wir auch eine Menge. Genau. So, Kohlenstoffbarren. Da brauchten wir Schmiedeeisenbarren und Kohlenstaub. Schmiedeeisenbarren. Von denen packe ich am besten noch gleich mal ein paar rein. Warum ist hier oben eigentlich Eisen? Egal. So. Kohlenstaub haben wir. Dann kommt das Eisen erstmal in die Schleifmaschine. Schmiedeeisenstaub haben wir echt kein Schmiedeeisenstaub. Kommen wir nochmal nach, ob wir Schmiedeeisenstaub bereits haben. Ja, haben wir. Na gut, hat sich das ja auch wieder erledigt. Das kommt also in die Öfen. Nein, da. Nein, da. Renne mit dir. So. Wie viel brauchen wir davon? 5, also 20 Stück brauchen wir davon. Okay. Danke dafür. Da Legierofen. Davon und davon. So, dann können wir schon mal anfangen, gucken wegen der Batterien. Wir brauchen noch ein paar Batterienpacks. Batterie. Batterie. Ah ja, oh Gott. Ja, das wird wieder mit dem Stacken ein echter Spaß. Und wir brauchen noch vier Gehäuse. Ja, da geht unser Gehäuse langsam zur Neige. So, wir brauchten Holz. Holz haben wir. Wir brauchten Zinn. Und Kupfer. Genau. So. Bup. Bup. Alles. Oh. Wieso gerade mal 7 Stück? Ach, wollen wir Holz alles. Ah, verdammt. Alles. Ja, das sieht ja gut aus. 20 Stück, ne, wir brauchen 16. Oh, wir haben gar keinen Platz dafür. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was tue ich hier gerade? Oh mein Gott. Nein, das hier. Das hier. 1, 2, 3, 4. Alles. So, perfekt. Weg, Rest weg. So. Batterien.
Ah ne, haben wir ja. Batterien, Batterien. Das brauchen wir, das brauchen wir. Ach, Gott, damit. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Alles. Bob. Yay! So, müssen wir nur noch die Dinger zusammen und da brauchen wir wieder die ganzen Transformatoren, die wir unten gerade produzieren. Also, die Rohstoffe dafür. Danke! Ich bin verwirrt. Da. Dankeschön. Dankeschön. So, Transformatoren, da brauchen wir das hier. Da haben wir jetzt eine Menge von. Dann alles andere müssten wir... Ach genau, Kupfersprung müssen wir noch machen. Brauchen wir auch Schmiedeeisen für? Was zur Hölle? Für Kupferspulen? Kupferspulen bestehen auch genau aus, Kupfer. Leck mich. Also wir brauchen 4, das heißt wir brauchen davon 8. Wir haben gar nichts. Achso. Plastidinger. Dieser Schmerz. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist doch Kohlestoffbarren. Kohlestoffbarren haben wir. Ach ja, wir müssen die jetzt mal machen. Was fehlt uns denn da? Das haben wir. Das haben wir. Achso, wir brauchen jetzt mal. Ja, wir brauchen jetzt mal Kupfer spulen. Ja, never mind. Wir haben nur 8 mal Kupfer? Ernsthaft? Ah ne, wir haben ganz viel Kupfer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. 27, ein bisschen viel. Ich mache erstmal, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich mache mal 16. Wobei, ne, wir brauchen über 32, ne? Wir brauchen 2 Stück. Also brauchen wir davon 8 Stück. Und für jedes brauchen wir 4 Spulen, genau. Also brauchen wir 32 davon. Ja. Ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, haben wir das schon mal. Schmiedeeisen haben wir noch ein bisschen, aber ich mache gleich mal hier noch eine Fuhre rein. Weil das sieht auch langsam aus. So, jetzt. Nächster Schritt. Alles. Da haben wir jetzt genau 8 Stück. Das müsste also genau passen. So, die Rollen können weg. Und jetzt brauchen wir... Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja! Holy shit. Alles. Und das war Schritt 1 von 500. Holy shit. Die brauchen wir auch noch. So, jetzt geht's nämlich ab. Jetzt brauchen wir Edelstahlbarren, was zur Hölle auch immer das hier ist. Wobei, davon müssen wir noch welche haben, oder? Verbund, genau, hier haben wir noch eine. Und diese komische schwarze Platte hatten wir doch auch gehabt. Nö, schon mal nicht. Brr. Was? Also, die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir, wenn wir daraus eine Hafer machen wollen. Oh, Alter. Wir brauchen das hier. Also, wir brauchen nur Edelstahl. Wir brauchen hierfür Edelstahl. Wir brauchen... Brauchen wir einen Kompressor? Ja, wir brauchen einen Kompressor. Brauchen wir einen Kompressor? Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, mein Hirn stürzt gerade ab. Wir brauchen Platz zum Denken, alles runter. Wir brauchen das einmal. Wir brauchen das einmal, wir brauchen das einmal und wir brauchen das einmal. So.
Aber brauchen wir einen Kompressor? Wir brauchen auch einen Kompressor. Oder? Also, wir kriegen Cobblestone. Aus dem Cobblestone brauchen wir die Schleifmaschine, um daraus Gravel zu machen. So, dieses Gravel 7 war, daraus kriegen wir dann dieses komische gesiebte Gravel. Ne, stimmt, genau. Und aus dem gesiebten, dieses gesiebte Gravel kommt dann in dieses Autocrafter. Das müssen wir gar nicht kompressen. Das heißt, wir brauchen keinen Kompressor. Gut, egal. Aber wir brauchen diese vier Sachen. Da brauchen wir Edelstahl für. Weißt du, warte, ich hole jetzt einfach mal Edelstahl und mache jetzt einfach mal eins nach dem anderen. Edelstahl, Edelstahl, Edelstahl. Pipes müssen warm. So, jetzt, nein, das da. Let's go. Let's go. Da fehlt irgendwas. Na, halt, stopp, aus, jetzt rede ich. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Wir haben noch alles. Hä? Achso, Kompressor. Hä? Jetzt bin ich raus. Du bist falsch, 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 du bist falsch. Extrakt ist auch falsch. MV-Ofen. Das hier, genau. So, und brauchen wir noch eine Batterie. Puh. Geschafft. Heiliger Scheiße. Ich bin so matsch in der Birne gerade. So, gut, dann brauchen wir das Ding also doch nicht. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ja, die Dinger brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen eher noch mehr von den Dingern, weil wir müssen jetzt die gesamte Anlage aus MV machen. Das heißt, wir brauchen noch MV-Kabel. Glue haben wir nicht mehr so viel. Ja, das reicht für genau einmal. Danke dafür. Das war ja echt. Kohlenstaub und Rolatex. Rolatex haben wir zum Glück noch 16. Obwohl das auch nicht so. Obwohl dort kriegt man gleich 6 Stück raus. Das sollte also erstmal reichen. So, hier ist jetzt nur noch einmal drinne. Genau. Alles andere müsste leer sein. Das ist gut. Gut, wir brauchen den Legierofen. Da kommt das rein und das rein. Heieieiei. Fertig. Gut, schön. Da brauchen wir jetzt das immer her damit. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Nein, halt. Du kommst dahin. Schmiedeeisenstaub. Ich überlege, ob wir den Schmiedeeisenstaub auch unten reinmachen. Weil Schmiedeeisenstaub wird ja aus dem Zeug gemacht. Und das Zeug lagern wir ja auch unten. Von daher wäre es so gesehen, weil ne, hier die Kohlestaub lagern wir auch unten. So gesehen müssen wir den Schmiedeeisenstaub eigentlich auch unten lagern. Aber gut, ich lagere den einfach mal hier oben, weil er hier eh schon liegt. Aber den Kohlestaub, den bleibe ich, den lasse ich hier unten. So. Gut. Da kommen die ganzen Plastikrohre wieder nach hier oben. Und dann sollten wir jetzt eigentlich alles haben, was wir brauchen. Jetzt natürlich wieder dunkel. Sehr geil. Hunger haben wir auch schon wieder. Sehr geil. Mal gucken, was haben wir hier überhaupt im Backpack. Das kommt jetzt eigentlich alles wieder raus. Oh, haben wir noch Staub? Na super. Ach scheiße. Egal. Auf jeden Fall erstmal hier was essen. Und dann machen wir für diese Folge am besten nochmal Feierabend, weil halbe Stunde und so. Bis dann.